Ja, und auch diesmal wieder zügig unterwegs. Super gemeistert mit den Stangen. Jetzt geht's hier durch Slalom. Und über das Hindernis. Und Wassergraben. Ja, die Whitney, ein Springpferd, gar kein Problem mit so einem schüttligen Wassergraben. Das mit der Wäsche hat eben etwas länger gedauert. Wir sind mal gespannt, ob das jetzt ein bisschen zügiger geht. Vielleicht einfach mal in Ruhe anhalten. So, das ist doch schon ganz okay. Und noch die Petze drauf. Super. Und zur Zitrone geht's jetzt. Und die ab in den Eimer. Ja, hier schon super gelöst. Und dann kann sie schon das Steckenpferd ihrem zweiten Partner hier, dem Noah, übergeben. Und dann kann der Noah los. Ja, und auf das Fahrrad. Ah, der Noah hier, er ist ein kleiner Routinier, das sieht man schon. Er hat hier einen kleinen Gang drin, damit er auch bei dem Gelände entsprechend fahren kann. Und die Limbo-Stange für ihn weniger kritisch. Und schon geht's ab hier runter über den Balken. Gar kein Problem für den Noah. Dann kommt er hier zu den Getränkesachen. Auch kein Problem. Da fällt gleich der ganze Tisch. Aber das ist nicht schlimm. Einfach weiterfahren. Das räumen wir wieder auf. Und jetzt hier durch die Stangen. Super gelöst. Ab die Post. In den Longierzirkel und eine schnelle Runde fahren. Ja, super, der Noah, der hat den richtigen Gang gewählt, der kommt da durch. Und jetzt hier hoch nochmal zu dem Ball in den Eimer. Ja, Ball in den Eimer, Noah. Dann über den Balken springen. Und dann hier in den Reitplatz. Und Vorsicht, es wird ein bisschen tief. Am besten ein bisschen innen fahren. Ja, genau, das ist eine gute Linie. Und der Noah kommt dann hier ins Ziel.